Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Royal Dutch Shell. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus England und ist in der Ölbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,3%. So, bevor es losgeht mit dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und der Gewinn, der ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 3% angestiegen und das ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo wir einen Wert von minus 18% haben und damit vergebe ich hier einen Punkt von 2 möglichen Punkten. Dann zum Cashflow-Wachstum pro Jahr und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 15% nach oben gegangen und dieser Wert ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei minus 1% liegt und hier vergebe ich 2 Punkte. Dann zum Umsatzwachstum pro Jahr und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 3% nach unten gegangen im Durchschnitt pro Jahr und dieser Wert ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo wir sogar ein Minus von 7% haben und damit vergebe ich hier einen halben Minuspunkt. Dann zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr und der Gewinn soll zwischen 2019 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr laut den aktuellen Schätzungen der Analysten um 7% ansteigen und dieser Wert ist stärker als in den letzten 5 Jahren und damit vergebe ich hier einen Punkt. Und hier sei noch kurz angemerkt, dass ich hier als Ausgangslage das Jahr 2019 nehme anstatt 2020, weil in 2020 der Gewinn stark beeinflusst wurde aufgrund der Krise und daher habe ich hier eben das Jahr 2019 als Ausgangsjahr genommen und das gleiche gilt auch für die nächsten beiden Kriterien. Und das nur kurz als Hinweis angemerkt. Und damit machen wir auch weiter mit dem nächsten Kriterium und zwar zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow soll zwischen 2019 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr laut den aktuellen Schätzungen um 6% ansteigen und dieser Wert ist schwächer als in den letzten 5 Jahren und damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Dann zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz soll laut den aktuellen Analystenprognosen zwischen 2019 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr um 6% zurückgehen. Und dieser Wert ist schwächer als in den letzten 5 Jahren. Und damit vergebe ich hier einen Minuspunkt. Und dann noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und die Schuldenquote, die hat sich in den letzten 10 Jahren von 50% auf 58% verschlechtert. Und damit vergebe ich hier 0 Punkte. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Royal Dutch Shell in meinem Wachstumscheck insgesamt 3 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck und hier landet Royal Dutch Shell momentan mit den 3 erreichten Punkten auf dem 15. Platz. Also hier werdet ihr die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich im Aktienfinder-Tool. Und hier sieht man zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Und zwar von ca. Anfang 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Anfang Oktober 2021 und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, dann jetzt zum Abschluss noch ein Hinweis, und zwar mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.